und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Dennis. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Und heute möchte ich euch gerne die Baureihe 120 aus dem Hause von Pico vorstellen. Ein Exklusivmodell, was es so nur bei Spielemarkt gibt. Ich habe mir das Modell als analoge Version gekauft, habe es mit einem Esoloxon 5 Decoder digitalisiert, habe noch ein Powerpack eingebaut und was das Modell kann und wie es ausschaut, das seht ihr jetzt. Kommen wir jetzt zu den Digitalfunktionen. Aufgespielt ist ein ESO-Projekt und ich will euch einige ausgewählte Funktionen zeigen. Das ganze Projekt könnt ihr auf der ESO-Seite Probe hören und euch anschauen. Unter F2 gibt es klassischerweise das Horn. Und unter F3 die Pfeife. Dann haben wir noch einen Schaffnerpfiff. Der ist natürlich nicht wirklich zu gebrauchen, denn die Tiger-Trommeln, die haben ja nicht wirklich eine Zugheizung an Bord. In Russland hatte jeder Personenwagen Öfen, die dann geheizt wurden in den kalten Jahreszeiten. In Ostdeutschland war es anders und die Loks sind eher selten im Personenzugdienst eingesetzt worden, weil eben die Heizungsversorgung durch die Lok nicht gegeben war. Dann haben wir noch das Kupplungsgeräusch. Und einen Rangierfunk. Lok mit drei Wagen des 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, verstanden. Und darüber hinaus beinhaltet das Projekt auch die Schienenstöße und das Kurvenquietschen. Das zeige ich euch gleich. Zunächst starte ich einmal die Motoren und setze das Modell einmal in Gang.
Kommen wir noch zur Beleuchtung. Das Modell verfügt über drei Lichtspitzensignal, fahrtrichtungsabhängig wechselnd in die Zugschlussbeleuchtung. Nur wenn das Frontlicht eingeschaltet ist, kann die Führerstandsbeleuchtung eingeschaltet werden. Das seht ihr hier. Und unabhängig von der Beleuchtung auch die Maschinenraumbeleuchtung. Und ich habe so programmiert, wenn das Modell in Fahrt gesetzt wird, schaltet sich die Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung aus. Und dann könnt ihr zusätzlich noch den Scheinwerfer einschalten. Das ist das dritte Oberlicht, ist jetzt zu sehen. So, werfen wir nochmal einen Blick in das Modell hinein. Das Gehäuse kann durch Spreizen der Außenwände relativ leicht nach oben abgezogen werden. Dann wird der Blick hier in das Modell frei. Die aktuellen 120er von Pico zeichnen sich durch eine sehr moderne, sehr aufgeräumte Platine aus. Und ihr könnt hier schon sehen, dass ich den Lautsprecher bereits im Modell versenkt habe. Hierzu ist einmal diese Spange zu lösen durch die kleine Schraube und auf der Platine selber sind noch zwei weitere Schrauben. Dann könnt ihr die Platine leicht nach oben abziehen. Den Lautsprecher selber habe ich direkt am Decoder angeschlossen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und hier seht ihr praktisch die Plux 22 Schnittstelle mit dem Brückenstecker. Dieser ist nach oben einfach abzuziehen, schön vorsichtig, dann könnt ihr den Decoder einfach aufstecken. Auf diesem Bild ist der Decoder jetzt bereits aufgesteckt. Ihr könnt sehen, dass die Kabel vom Lautsprecher am Decoder hängen und direkt an die Lautsprecher gehen. Und zusätzlich seht ihr noch ein rotes, ein schwarzes und ein weißes Kabel. Diese führen zu einem Powerpack. Und zwar baue ich in alle Modelle entweder einen Kondensator oder ein Powerpack ein. Hier eins von Trainomatic. Und ihr könnt sehen, dass ich den Goldcap so ein Stück weit von der Platine abgebogen habe. Das Ganze ist ja sonst in eine Folie eingepackt. Und wenn ich es so rum baue oder abklippe, könnt ihr hier sehen, dass sowohl die kleine Platine als auch das kleine Goldcap auf der Platine gut Platz findet. Und ich habe es hier nochmal fixiert mit etwas Tesaband und dann passt das Gehäuse auch wunderbar rauf und die Spannungsversorgung ist dann exzellent. In das Modell ist ein Powerpack eingebaut und ich würde euch jetzt noch kurz zeigen, wie leistungsfähig es ist. Ihr hört, der Sound ist bereits eingeschaltet, das Licht ist eingeschaltet und jetzt setze ich das Modell in Bewegung, hebe es dann von den Gleisen und dann gucken wir mal, wie lange die Pufferung des Stroms ist. Anderthalb bis zwei Sekunden etwa wird hier der Strom gepuffert. Wenn ihr mich fragt, reicht das für den normalen Modellbahnbetrieb völlig aus. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Auch bei diesem Modell habe ich einen Zugstärketest durchgeführt. Dazu nutze ich ein langes, gerades Gleisstück. Am Ende ist ein Messgerät angebracht. Und in drei Messläufen hat das Modell durchschnittlich 210 bis 240 Gramm Zugstärke auf dem Messgerät angezeigt. Wenn ihr mich fragt, reicht das absolut für den normalen Modellbahnbetrieb aus? Und wenn ihr einmal seht, das Modell wiegt knapp 600 Gramm, das ist schon ordentlich schwer und zudem ist das Modell sehr kompakt und bringt hier ein ordentliches Gewicht aufs Gleis. Und wie gesagt, mit 210, 240 Gramm, da könnt ihr eine Menge Wagen anhängen, die dieses Modell problemlos wegzieht.
Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein zur Vorstellung der Baureihe 120 aus dem Hause von Pico. Hier in dieser Farbgebung nur als Exklusivmodell bei Spielemax erhältlich. Und wenn ihr mich fragt, ein sehr ausgereiftes Modell, optisch total schick. Die moderne Technik, das tolle Fahrverhalten lassen aus meiner Sicht gar keine Wünsche offen. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal auf dem Kanal vom Thorsten nach, denn der hatte eine Parade all seiner Tiger-Trommeln gezeigt, in unterschiedlichsten Farbgebungen, mehrere Spielemax-Exklusivmodelle dabei, aber auch Pico-Modelle. Und darüber hinaus gibt es einen richtigen Trommelwirbel, denn er hat sich das Soundmodell gekauft und habt ihr nochmal den direkten Vergleich zu meinem analogen Modell. Das Video verlinke ich in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten wünsche ich euch weiterhin eine schöne Zeit mit euren Modellbahnen. Bleibt mir alles schön gesund und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Und wer noch eine Ergänzung zu diesem Modell hat oder Fragen hat, schreibt es mir gerne unter die Kommentare, dann komme ich auf euch zurück. Also, macht's gut, bis bald. Tschüss.